Ja, gerne, aber ich denke mal, draußen wäre das besser. Auf Holz wird sich das wohl nicht wirklich lohnen. Oder können Sie bereits ein paar Steine zusammenzimmern, um so eine Schmelze draufzustellen? Jo, werde ich machen. Wir wollen ja nicht riskieren, dass hier alles in Flammen aufgeht. Phasma. Jawohl, mein Lord. Kommen Sie raus vor die Base zu mir. Jawohl, bin auf dem Weg. Die Kreta war ja haue. Wer hat Yogg-Saar Kodex? Ich hab nicht aufgepasst, verdammt. Jawohl, mein Lord. Sie wissen, warum ich Sie rufe? Ich habe den Sturmtruppler bereits bestraft. Sehr gut. Eigeninitiative. Gefällt mir an Ihnen. Ich weiß genau, warum ich Ihnen diesen Job verliehen habe. Gut, Sie können weiter. Danke, mein Lord. So langsam kriegt sie das in den Griff mit der Sturmtruppler. Naja, sind ja alles neue Rekrute, was soll man da machen, ne? Holz erstmal primär angefeuert und dann müssen wir eigentlich nur das Metall reinpacken und der Rest geht dann von selbst. Ich kann es Ihnen mal demonstrieren. Ja, bitte. Captain Phasma, von was ist das? Das ist die Ofenkonstruktion, die Sky beschrieben hat, so wenn das die Umsetzung von unserem Architekten. Er probiert sie jetzt, er führt mir gleich vor, wie das Ding funktioniert und ob es seinen Zweck erfüllt. Möchten Sie der Vorführung beiwohnen, mein Lord? Im Endeffekt braucht man einfach nur zwei elementare Zugaben. Einmal das Element, was den Ofen anfeuert. In dem Fall ist es Holz. Und die Zugabe, welche geschmolzen werden muss. Das ist bei uns dann jetzt im Metall. Das findet dann hier durch die Öffnung hier oben statt, wird die Flamme befeuert und entwickelt dadurch Temperaturen, die das Metall zum Schmelzen bringen. Wie lange dauert dieser Schmelzvorgang? Also diese etwas primitivere Backofenkonstruktion, die ist eher für jetzt kleinere Mengen gedacht, aber man könnte auch Backofenform. eventuell, wenn man das System durcharbeitet und überdenkt, auch effektiver arbeiten. Aber dafür müsste ich mich noch weiter mit der Physik und der Chemie auseinandersetzen und weiter recherchieren. Fass mal, wir gehen zur Bettruhe. Sammeln Sie Ihre Sturmtruppler ein.
damit die morgen wieder ausgeruht sind. Sturmtruppler, auf in eure Kabinen. So, ich habe jetzt quasi Streamende eingeleitet. Die untere Etage gehört euch. Wir lassen den Ofen erstmal seine Arbeit tun und kommen morgen zurück, um die fertigen Barren dann rauszuholen. Hoffentlich sind sie dann nicht mehr ganz so heiß. Befehl, Captain. Abmarsch. So, das hat jetzt so ein kleiner Pikmin-Effekt. Kennen wir das Spiel von Nintendo? Alle Pikmins rennen in ihre Base zurück zum Schlafen. Sehr geil. Gucken, das ist so geil. Alle Sturmtruppler liegen und schlafen. Und ja, auch ein Imperator legt sich schlafen. Wir sehen uns zum nächsten Stream. Es hat sehr Spaß gemacht heute. Auch wenn ich ein paar technische Schwierigkeiten hatte. Bezüglich Netzteil. Futsch! Musste schnell Netzteil umbauen. Um den Rechner wieder zum Laufen zu bringen. Da muss ich morgen jetzt mal gucken, was ich da dann zukünftig mache. Neues Netzteil und Co. Muss her. Ja, dann hat natürlich Ark gedenkt, es muss heute zweimal updaten. Das war auch sehr schön für den Stream. Aber so ist das, wenn man live ist, ne? Am schönsten, ich hoffe, das Roleplay hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wie gesagt, im Discord gibt es nähere Informationen, wann der nächste Stream ist. Am schönsten auf gut Glück hier einfach Follow dalassen und dann kriegen wir auf dem Handy oder E-Mail die Informationen, wann der nächste Stream live ist. Haut rein, meine Sturmtruppler. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao. Einen wunderschönen Abend wünsche ich noch, ein super Wochenende.